wie es zu Forschungs- und Beratungsprojekten kommt, ist sehr unterschiedlich. Der Idealfall ist, dass wir einen Kunden, einen Auftraggeber haben, der eine ganz konkrete Fragestellung hat, ein Problem, das er gelöst hat. Und dann probieren wir aufgrund dieser Fragestellung und der finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen zu entscheiden, kann man das machen im Rahmen eines Dienstleistungsprojekts, das vollständig über den Auftraggeber finanziert wird. Kann man allenfalls daraus auch ein Forschungsprojekt machen, wenn die Fragestellung komplexer ist, wenn sie vielleicht noch einen Innovationsgehalt hat, wo Kofinanzierungsmöglichkeiten bestehen, über die Kommission für Technologie und Innovation als ein Beispiel. Oder ist es sogar eine einfachere Fragestellung, die im Rahmen einer studentischen Arbeit abgewickelt werden kann. Und zum Teil tun sich die Forschungsfragen auch ergeben, wie man es eigentlich gar nicht erwartet hat. Ein konkretes Beispiel: wir hatten eine Anfrage von einer Tourismusorganisation, die hatte Schwierigkeiten gehabt, ihre Mittel, die sie haben, für die Förderung der Events in ihrer Destination zielgerichtet zu verwenden. Und die haben ein Instrumentarium gebraucht, das ihnen dabei hilft. Und die haben das Gefühl gehabt, das kann man relativ rasch im Rahmen eines kleinen Dienstleistungsauftrags erledigen. Es hat sich dann gezeigt, dass die Fragestellung wesentlich komplizierter ist. Man hat auch gesehen, dass es in dieser Hinsicht im Moment nichts gibt, das man einfach übertragen und anwenden kann. Wir haben aufgrund von dem probiert, ein Forschungsprojekt zu entwickeln, das über die Kommission für Technologie und Innovation finanziert wird. Das ist uns gelungen. Am Schluss haben wir ein zweijähriges Forschungsprojekt gemacht, ein umfassendes Instrumentarium entwickelt, das implementiert wurde, zusammen mit einer Tourismusorganisation. Das hat die Tourismusorganisation nicht mehr gekostet, weder wenn sie es hat gemacht als Dienstleistungsmandat, aber sie hat wesentlich mehr bekommen für das gleiche Geld, weil wir es kombiniert finanzieren konnten. Also als Ergebnis haben sie ein umfassendes Instrumentarium bekommen, das wesentlich vielfältiger ist und umfassender ist als das, was sie ursprünglich erwartet haben. Wir haben gleichzeitig Methoden entwickeln können, die wir jetzt auch im Bereich von anderen Destinationen in Zukunft anwenden können.